Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute im Video möchte ich euch zeigen, wie man einen Kaffeevollautomaten richtig reinigt und auch entkalken kann. Die Reinigung, die ich euch zeige, die sollte man spätestens einmal wöchentlich durchführen. Das Entkalken, was ihr dann auch noch im Video seht, das wird nach Anzeige bei den meisten Geräten durchgeführt. Je nach Wasserhärte kann das unterschiedlich lang sein. Bei meinem Gerät hier handelt es sich um ein Bosch VeroCup 100. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das Gerät einmal komplett reinige und halt dann auch entkalken. So, nachdem die Kaffeemaschine eingeschaltet ist, könnt ihr es hier schon sehen. Kalken clean blinkt. Die Taste halten wir jetzt einmal 5 Sekunden gedrückt. Und jetzt könnt ihr sehen, dass diese Warnlampe hier anfängt zu blinken. Und jetzt geht es erstmal zu den Reinigungsschritten. Wir öffnen jetzt hier einmal die Tür von unserem Vollautomaten und entnehmen jetzt erstmal hier den Auffangbehälter für den Kaffeesatz. Als nächstes ziehen wir hier einmal unsere Brüheinheit raus. Dazu muss ich in meinem Fall hier diesen Hebel nach oben drücken und dann kann ich die ganz einfach zu mir ranziehen. Die stellen wir jetzt hier erstmal ins Waschbecken und als nächstes nehmen wir auch hier noch unsere Tropfschale raus. Ein bisschen aufpassen, die ist relativ voll jetzt, dass man sich hier nicht irgendwo vollsaut. Und jetzt haben wir erstmal das Gerät soweit zerlegt und jetzt beginnen wir mit den Reinigungsarbeiten. Als erstes fange ich immer an und wische den Kaffeeautomaten erstmal aus von innen. Da hat sich so ein bisschen Kondenswasser abgesetzt, Kaffee in der Regel nicht. Von daher wische ich das nur einmal kurz trocken und als nächstes reinigen wir jetzt die Brüheinheit, die Tropfschale und auch den Auffangbehälter. So, den Kaffeesatz, der hier in den Auffangbehälter ist, den schmeiße ich weg. Wer meinen YouTube-Kanal sonst noch weiter kennt, weiß, dass ich mit dem Kaffeesatz auch meine Pflanzen dünge. Das ist hervorragender Dünger, das würde ich euch auch empfehlen. Und jetzt fangen wir erstmal an und zerlegen hier weiter die Abtropfschale, damit wir die auch einmal richtig sauber machen können. Hier das Blech runter und auch dieses Bauteil. Und auch das können wir hier einmal rausmachen. Und jetzt machen wir im Prinzip nichts anderes, als das erstmal mit warmem Wasser abzuspülen. Wenn ihr das regelmäßig macht, sollte sich hier auch nicht so viel Dreck drin sammeln, dass man jetzt hier ordentlich schrubben muss. Und ich nehme dann immer noch einen Schwamm und wische das einmal über. Ihr könnt natürlich hier auch Reinigungsmittel wie Spüli oder so nehmen. Das mache ich jetzt auch einmal. Und jetzt wird es von hier einmal komplett hier ausgewischt. Die Einzelteile reinige ich auch noch einmal. Das Blech wischen wir auch noch mal über. Die spülen wir erst noch mal aus. Hier sind noch ordentlich Kaffeewasser drin. Und dann wird das auch einmal gereinigt. So, jetzt kommen wir hier zu der Brüheinheit. Die müssen wir mit warmem Wasser abspülen und zwar gründlich, sodass hier auch die Kaffeereste, wo der Kaffee durchläuft, komplett weg sind. Das machen wir jetzt einmal. Und dann kommen wir auch gleich schon fast zum Entkalken des Geräts. Ihr könnt natürlich hier auch mit einem Schwamm, wenn man mal sowas am Rest vorhanden ist und weg ist, halt alles sauber wischen. Aber wenn ihr das regelmäßig macht, sollte sich, wie gesagt, auch da nicht irgendwo Gammel oder starke Kaffeereste ansammeln. Wenn man das einmal in die Woche macht, dann sieht das Gerät in der Regel immer recht sauber aus, so wie es halt auch sein soll. So, die Brüheinheit ist sauber. Jetzt spülen wir den Rest auch noch aus. Lasst die Kamera einfach mal nebenbei laufen. Ihr könnt euch das komplett angucken. Wenn es euch zu lange dauert, habt ihr auch die Möglichkeit, hier mit dem YouTube-Player die Funktion doppelt so schnell zu machen. Das würde ich euch vielleicht sogar empfehlen, dann spart ihr ein bisschen Zeit. Weil am Ende ist vielleicht jetzt auch der ein oder andere Sprung mit dabei oder die ein oder andere Sache, die von euch übersprungen werden kann. So. Die Tropfschale hier ordentlich ausspülen. Thank you.
Und am Ende müssen wir einmal alles richtig abtrocknen, das ist auch wichtig. Denkt dran, nachher macht ihr das Gerät wieder zu, nicht dass da irgendwo Feuchtigkeit sich ansammelt, da kann immer Schimmel entstehen. Von daher ordentlich abtrocknen. Das mache ich jetzt kurz und dann zeige ich euch, wie man die Maschine reibt. So, alles ist abgetrocknet. Jetzt bauen wir die Tropfschale wieder zusammen. Das zeige ich euch einmal hier. Das sind die drei Teile. Das Blech liegt da noch. Hier habt ihr diesen Hebel. Den könnt ihr einfach hier wieder reinmachen. Drückt das dazu so ein bisschen zusammen. Und dann sitzt der so wieder drin. Dann kommt das Sieb hier vor. Hier ist die Aussparung. So, das sitzt auch fest. So muss es aussehen. Und jetzt zu guter Letzt das Blech wieder drüber, damit es auch schick aussieht. Das können wir jetzt unten schon mal wieder einfach reinschieben. Mehr ist es nicht. Und jetzt geben wir schon mal hier die Reinigungstablette. Das ist diese hier zum Entkalken rein. Ich habe das schon mal angeschnitten, wie es immer so ist beim Videodreh. Da kriegt man das nachher nicht auf. Das ist die kleine Runde. Ich würde euch auch immer nur empfehlen, die Reinigungstabletten zu nehmen, die von dem Gerätehersteller vorgeschrieben sind, weil wenn ihr das jetzt andere Tabletten nehmt oder ihr nehmt Essig oder so, dann kann die Garantie vom Gerät auch erlöschen. Es können Undichtigkeiten entstehen, es können Dichtungen angegriffen werden. Also nehmt die, die vorgeschrieben sind. Hier in dem Fall jetzt packen wir die Reinigungstablette hier rein und jetzt können wir die Brüheeinheit wieder ansetzen. Das zeige ich euch mal aus der nächsten Entfernung. So, und jetzt setzen wir die hier wieder ein, bis es eingerastet ist. Jetzt kommt hier noch unser Kaffeesatzbehälter rein. So, und dann haben wir das soweit fertig. Dann können wir jetzt hier die Tür wieder zumachen. So, und wenn ihr einen Wasserfilter habt, solltet ihr den jetzt auch abbauen, wenn einer davor geschlossen ist. In meinem Fall ist es nicht so. Jetzt machen wir hier lauwarmes Wasser, und zwar einen halben Liter, bis zum Strich hier hin rein. So. Und dann geben wir als nächstes jetzt hier die große Reinigungstablette in den Behälter rein. So sieht das gute Stück aus. So, und jetzt hängen wir den Wasserbehälter wieder rein. Und dann geht es zum nächsten Schritt. So, die Entkalkungstablette löst sich jetzt auf unten in unserem Wasserbehälter. Jetzt drücken wir hier die Kalk- und Clean-Taste, dann beginnt das Gerät den Entkalkungsprozess. Der dauert ca. 20 Minuten. In der Zeit können wir nicht viel machen, nur abwarten. Das werde ich euch jetzt auch in dem Video dann nicht zeigen, weil man hier selber nicht tätig werden muss. Jetzt startet der Prozess. Ganz wichtig, weil ich es euch gerade nicht gesagt habe, stellt einen Behälter unter der Kaffeemaschine und zwar einer, der ungefähr einen Liter Fassungsvermögen hat. Keine Ahnung warum, ich habe es selber noch nicht rausgefunden. Ich habe hinten ja nur einen halben Liter drin, ich weiß nicht, wie aus einem halben Liter ein Liter werden soll. Aber so steht es in der Bedienungsanleitung, also stellt einfach einen ausreichend großen Behälter drunter, damit das Reinigungswasser, was jetzt auch aus der Maschine rausläuft, dann auch aufgefangen werden kann. Der Reinigungsdurchlauf ist jetzt fertig. Ja, alles ist hier in unser Auffangbehälter reingelaufen und der Behälter ist leer. Jetzt soll man hier die Tür öffnen und einmal die Abtropfschale, ihr könnt sehen, hier ist ein bisschen daneben gelaufen, einmal rausmachen, entleeren und auch kurz reinigen und dann wieder einsetzen. Das mache ich jetzt einmal. So, ich habe es nur einmal ausgespült, mehr braucht man nicht machen, gereinigt haben wir es ja vorher. Jetzt setzen wir es wieder ein. So, dann schließen wir die Tür wieder. Dann stellen wir unseren Behälter drunter, den können wir natürlich jetzt erstmal entleeren. Der kommt jetzt hier wieder drunter gestellt und jetzt müssen wir den Wasserbehälter noch einmal reinigen, also das heißt gut ausspülen und dann voll machen und dann kommt er wieder rein. So, den Wasserkasten hier wieder voll machen und dann wieder einsetzen bis zur Maxfüllung.
Die Kalken-Clean-Taste blinkt immer noch, die drücken wir jetzt einmal und jetzt beginnt dann nochmal der Spülvorgang. Deshalb brauchen wir jetzt auch das große Gefäß, damit der komplette Inhalt einmal durchgespült werden kann. So, der Spülvorgang ist jetzt fertig. Das kann man daran sehen, dass hier die Lampe leuchtet. So steht es auch in der Bedienungsanleitung. Und jetzt sollen wir hier die Maschine wieder öffnen, die Tropfschale und auch den Kaffeesatzbehälter rausnehmen und einmal wieder reinigen und durchspülen. So, hier hat sich auch schon wieder ordentlich Wasser angesammelt. Was ich zusätzlich immer noch mal mache, ist, dass ich auch den Wasserbehälter hier einmal nochmal ausspüle und reinige. Das ist mir persönlich immer lieber, weil ich das gern einmal komplett sauber habe. So, anschließend setzen wir das alles wieder ein. Wasser habe ich ja auch voll gemacht und dann sind wir soweit fertig. Ihr könnt sehen, alle Lampen sind jetzt auch aus. So, im Prinzip sind wir jetzt fertig. Ich habe euch aber vorenthalten, wie man den Milchschäumer hier reinigt. Das will ich euch einmal noch zeigen. Dazu nehmen wir ein Glas Wasser, machen den hier runter und drücken jetzt hier oben auf die Milchtaste, als würden wir uns Milch machen. Und jetzt beginnt er einmal dort mit dem Wasser sich selber zu reinigen. Und am Ende spülen wir ihn gleich nochmal aus, das seht ihr dann. Und dann sind wir auch wirklich fertig. Jetzt haben wir das einmal so gereinigt, jetzt ziehen wir den Milchaufschäumer hier ab, seid ein bisschen vorsichtig, der kann heiß sein. Jetzt zerlegen wir den noch einmal, lassen ihn hier mit Wasser durchlaufen. Meiner ist jetzt sauber, sonst könnt ihr den auch gerne nochmal abwaschen. Am Ende einmal schön abtrocknen alles. Und jetzt stecken wir das hier wieder zusammen. So. Und bauen es einmal wieder ein. So, das war das Video mit dem Thema Reinigen und Entkalken vom Kaffeevollautomat. Ich mache mir jetzt hier noch ein Cappuccino mit der frisch gereinigten Maschine. So, Cappuccino und los geht's. Ja, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mir einen Daumen nach oben, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.